Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Life is for the Half Forest Village. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Überlänge gehabt. Ich glaube, ich muss da noch was hinschreiben. Warte mal kurz. So, weil ich glaube, ich habe da noch nichts hingeschrieben zu der Folge. Bin mir jetzt aber auch nicht so sicher. Aber egal, das haben wir jetzt erledigt. So, ja, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir hier wieder die Strichlinien verbunden miteinander. Haben das vielleicht nochmal alles komplett ein bisschen anders gemacht. Das Gebäude brennt gerade. Ist auch ganz dufte. Man kennt ja den aktuellen Brandherd. Ne? Also, es brennt gerne und intensiv. So, da können wir jetzt auch erstmal wieder pausieren hier. Kleinen Moment. Denn ich möchte jetzt erst einmal den so stellen. Und den so stellen und muss den parallel so stellen, weil ja, das halt einfach so ist. Ich glaube, jetzt gehen sogar zwei in dieselbe Richtung, aber egal. Ich setze sie jetzt überall am Rand hin. Dann weiß ich immer, wo die Straße... Oh nee, warte, das ist zu nah. Das ist zu weit weg. Ja, dann doch nehme ich den. So. Und so. Und dann können wir hier auch noch einen hinsetzen. Und dort auch noch einen hinsetzen. So, jetzt haben wir schon mal die inneren Straßen wieder verbunden. Jetzt werden natürlich auch noch diese Straßen hier... Oh, das ist schon... Okay, perfekt. Das ist auch schon verbunden. Natürlich soll auch die Sonne hier hinscheinen. Hier scheint auch nicht so wirklich auf die Sonne hin. Zack. Hier zwischen. Ich konzentriere mich gerade so ein bisschen. Deswegen sorry, wenn ich nicht ganz so viel... Palaver gerade mache. Da wird jetzt auch wieder einiges an Holz. Viel, viel Holz. Aber auch Eisen wird jetzt einiges weggehen. So. Jetzt haben wir diese Straße hier komplett geteert mit Licht. Also Licht durchflutet sollte sie jetzt sein. Genauso wie hier haben wir das jetzt gemacht. Das Einzige, wo wir es tatsächlich noch nicht gemacht haben, ist hier. Das machen wir jetzt aber eben. Und dann dort auch. Und... So, also die untere Hälfte ist nun erst einmal komplett gepflastert. Da haben die auch noch mehr als genug zu tun. Denke aber, das bringt schon einiges. Man sieht auf jeden Fall die Wege, man hat dann ein bisschen heller. Ja. Natürlich, die Wege hier hinten müssen wir auch noch verbinden und dann rüberschieben. Aber erstmal eins nach dem anderen. Die müssen ja auch erstmal hier... Tatsächlich müssen die auch erstmal alles pflastern. Und die Bäume wegreißen. Oh, hier haben sie auch schon überall die Bäume weggemacht. So wie es ausschaut. Sogar ein bisschen intensiv mehr als auf der anderen Seite.
Was ich aber eher schlecht finde, ehrlich gesagt, weil ich muss schon sagen, wenn man hier einmal den Weg ordentlich freischlägt, ja, dann können wir hier nämlich auch endlich fertig setzen, den Weg. So. Also, es ist noch mehr als genug zu tun für euch, Freunde, und das wird auch noch gleich wieder mehr. Was ihr zu tun habt. Denn jetzt kommen wir nämlich langsam zur Hauptstraße. Haben wir genug Ressourcen? Tja, wir können ja Nachbestellungen machen. Ist ja quasi Wachstum der Unendlichkeit oder so, ne? Ach, apropos, das Haus müsste jetzt auch schon wieder, genau. So, habt ihr noch mal ein bisschen was zu tun? Dürft ihr nämlich dort auch noch mal rausreisen. Ist die Spedition mittlerweile wieder da? Nein. Die Expedition, Entschuldigung. Winter 63, oder das dauert ja nicht mehr allzu lange. Dann kommen die wenigstens auch wieder. So, wir machen jetzt erstmal die eine Linie. Ach, guck mal, bis hierhin haben wir immerhin schon mal. Jetzt kann man, wie ich finde, auch viel besser sehen, wie man bauen muss. Ob ich die daneben direkt danach wieder setzen werde oder ob ich da einfach dazwischen welche hinknalle, weiß ich noch nicht. Aber ihr werdet es ja sehen, wie ich es dann machen werde. Fakt ist jedenfalls, hier werden noch einige Laternen entstehen. Denn unsere Bevölkerung, der gefällt das. Okay, da können wir keinen hinsetzen. Dann setzen wir den hier hin. Und dann machen wir hier und hier auch noch einen. Fertig. Und dann haben wir da auch einen. Okay, jetzt gehen wir zurück. Oh, ich sitze hier einfach. Wo ich denke, dass da noch ein bisschen zu wenig ist. Da werde ich einfach noch einen hinterherknallen. So. Ja, ich weiß doch, ihr seid fleißig, fleißig, fleißig. Außerdem sind eh nur 10 eingestellt, um das fertig zu machen. Was ich natürlich hätte schon längst erhöhen können. Ich will aber erstmal hier so einen Grund reinkriegen. Na? Und wir grasen ja schon wahnsinnig viele Ressourcen ab. So. Boah, 83. Ja, dann, Freunde, zeigt mal euer Können, ihr 65 Wilden. Weil da ja auch noch einiges dazu gekommen ist. So, also hier sind die Lampen alle am Start.
Ah, hier bauen sie auch schon auf und haben auch schon welche fertig und bringen schon Ressourcen für den Aufbau, für die endgültige Montage. Das bedeutet, Straße ist noch nicht ganz fertig, schätze ich, aber schon so ziemlich, weil hier überall noch so ein, zwei Fleckchen sind, wo noch was gemacht werden muss. Ja, überall so ein kleines bisschen, aber das ist ja jetzt nichts Wildes. Dafür sind die allgemeinen Zahlen schon rapide nach unten gegangen. Hoppala. So. Die Zeit, die man hat, die muss man ja auch vernünftig nutzen. So, jetzt haben wir da nämlich auch schon wieder einen Weg gemacht, der schon gepflastert wird. Oder immerhin schon mal mit Lampen platziert werden darf, damit wir uns in Zukunft daran erinnern. Und wir einfach sehen können durch die Lampen. Hey Freunde, ja, stimmt, da war ja was. Haben wir ja so. Stimmt. So. Die setze ich mal direkt gegenüber. Damit ich dann nämlich hier noch eine hinsetze. Ah, die ist ein bisschen weiter weg. Aber das ist ein bisschen kacke. Da ich mich da ja doch dran orientiere, ist das natürlich ein bisschen scheiße. So, ihr sagt mir quasi gerade, ihr habt mehr als genug Personal. Also ihr braucht gar nicht so viele. Trotzdem schaffen die es nicht, gleichzeitig alles wegzuflanken. Bedeutet im Umkehrschluss, die bauen gerade Straße. Oder irgendwas anderes, was ich denen aufgetragen habe. Zu tun gebe ich denen aber eigentlich auch immer genug. Mehr als genug Arbeit. Ja, jetzt sind wir immer noch für 42 Menschen die Arbeit oder 40. So. 40 Leute können hier jetzt noch was tun. Drüben müsste jetzt auch schon wieder. Ja, war mir schon bald klar. Okay, so, jetzt haut das auch alles wieder richtig hin mit den Maßen. 29. Also es dürfte schon so um die 100 Stellen haben. Ah, guck mal, sieht doch fett aus. Vor allem die Laternen bis hier unten runter, bis hier durch. Hier ist alles durchgeflutet. Hier ist schon komplett fertig geflutet. Naja, fast. Ah, hier auch nicht ganz gerade. Egal. Ja, guck mal, da bauen sie jetzt schon die Wege. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, das nächste Haus wollte ich ja auch eh hier hinten hinsetzen. Werde ich dann mal mit Tür nach hier machen. Könnte man das denn hier dran setzen? Ja. Dann tun wir das mit den nächsten beiden Häusern doch auch genauso. Ha! Haben uns ja wieder einen Arbeitsgang erspart. Ja, pflaster mal die ganze Welt. So.
Ach, guck mal, jetzt werden auch die Arbeiten, ja, die verteilen sich da jetzt auch langsam auf die Leute, weil dann wird wahrscheinlich schon weniger zu tun sein mit dem Pflastern, weil immerhin über 40 Leute hier am Pflastern sein möchten. Sieht ganz so aus. Ja. Es sind jetzt halt extrem viele Laternen, die hier gebaut werden. Ich weiß gar nicht, wo ihr euren Strom herbezieht, aber fette Sache. Oh, hier ist das auch nicht mehr so viel. Doch, das ist noch genug. Aber da Holz, Stein, ne? Man merkt schon, das geht. Nahrung ist noch mehr als genug da. Hier kommen jetzt auch noch zwei Hütten hin. Sobald die beiden Hütten stehen. Oh, nur 20. So. Sobald die Hütten stehen und ausgebaut sind natürlich, wird dahinter auch wahrscheinlich noch und so entstehen. Also Brunnen, falls diese Penner wieder angreifen. Oder wieder auf diesen dämlichen Trichter kommen, von wegen, sie könnten ja mal eben. So, jeder von denen kriegt 4 Stück. Ich finde, das ist eine ausreichende Menge. So. Okay, du hast deine 4. Du bekommst noch 2 dazu. Schon erhöht sich die Arbeit. So, da klatschen wir aber mal direkt dahinter die Dinger. Kann man ja passig machen. Da passt ja sonst eh nichts mehr hin. Und dann kann man sagen, hier haben wir auch noch genügend Kapazität für weiteres. Finde ich jetzt. Ja, oh, guck mal, hier sind die schon angefangen mit dem Bau. Sehr gut. Jetzt müssen die natürlich noch hier ein paar Brunnen bauen, da nicht, aber da noch ein paar Brunnen bauen. Hier ist natürlich noch ein ganzer Haufen an Brunnen, die gemacht werden müssen. Hier ist jetzt erstmal der Anfang des Aufbaus. Hier ist der Aufbau schon bald abgeschlossen. Es geht also sehr gut voran. Ressourcen, ja. Schrumpfen wie nichts Gutes. Warte mal, wir haben ja gar kein Heu mehr hier. Also Heu ist ja komplett weg. Okay, Heu brauchen wir glaube ich aber. Also gefühlt brauchen wir Heu auf jeden Fall. Vielleicht nicht dafür, aber insgesamt brauchen wir Heu. Da muss ich mal eben gucken, welchen Stall oder Lagerhaus ist denn eigentlich das? Da ist das Heu, da ist das Heu. Wir schmeißen einfach was rüber, dann haben wir einfach genug. So, machen wir mal 1000 oder so. Oh ja, gut, wir haben zwar noch ein bisschen was an Heu da, aber ja. Man kann ja nie genug haben. Die 4 gehen auch gut ab. Hut ab. Die geben sich auch richtig Mühe, schnell fertig zu werden. Oh, man könnte sagen, die überholen die vielleicht sogar. Man weiß es nicht. Zack, bam. Tschüss, euer Dachi. New Hope, Errungenschaft. Ja, cool. Direkt ausbauen. Direkt ausbauen, gar nicht auf dumme Ideen kommen lassen. 10 reichen nicht, wir brauchen 12, damit wir hier 12, 24, 48 Menschen leben lassen können. Anders funktioniert das Ganze überhaupt gar nicht. So, dann haben wir hier immerhin 48 Menschen, die sich dann hier ganz entspannt versorgen können, essen können und arbeiten dürfen. Gefühlt sind wir in dieser Folge auf jeden Fall. Sorry.
um einiges weitergekommen. Alleine schon von den ganzen Lampen, das ganze Lampensystem, was wir hier gemacht haben und hier und da und die Brunnen, die hier überall, oh. Und die ganzen Brunnen, die wir fertig haben und die Straßen, die wir jetzt nochmal alle komplett nachgezogen haben und teilweise schon mit Laternen ausgestattet haben. Ist schon okay. Ja, da können wir noch ein bisschen was reinhauen. Ja, komm, ein bisschen Leben kannst du auch noch kriegen. Ja, nee, das ist mehr als nur über 2000 habe ich da jetzt. Also, Freunde, da, so viel brauche ich da jetzt aber auch nicht. Und so lohnt es sich wenigstens auch, die Holzhackschnitzel da zu produzieren. Hier ist noch ein bisschen und da ist auch noch ein bisschen was. Übrigens ist eigentlich auch schon... Ja, die haben schon wieder Packesel entdeckt. Das heißt, wir haben das eigentlich fertig. Theoretisch wäre die Sache jetzt beendet. Praktisch machen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt ist nämlich einfach im Grunde nur noch bauen. Wir haben alles erforscht. Wir haben... Ja... Könnte man eigentlich auch als Folgentitel nehmen, aber scheißegal. Wir haben auch alles erforscht, wir haben alles erkundet. Es gibt so nichts mehr zu tun. Theoretisch wäre jetzt das Spiel durch. Natürlich könnte man jetzt noch, ne? Aber ich zeige euch auch noch ein bisschen hier, wie ich das hier aufbaue, wie ich das hier so mache. Und dann machen wir hier demnächst dann aber auch einen Cut. Ich denke mal, allerspätestens bei Folge 100 wird das hier beendet werden. Das ist dann schon mein längstes LP. Das ist jetzt schon mein längstes LP, aber dann ist das aber spätestens bei Folge 100 ist das Ding aber hier auch gegessen, denke ich mal. Außer es ändert sich dann noch was und ich mache es dann wieder anders. Na, man kommt immer auf meine Lust und Laune drauf an. Aber das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt was in die Kommis. Haut einen Kommi raus, Kommentar. Euer Sweet One Web. Ciao.